Servus und willkommen zu einem neuen Tutorial von Space Engineer. Heute geht es um unser erstes Schiff und wir wollen gleich mal starten. Dort ist der Mars und wartet auf unsere Ankunft. Und Buzz Aldrin. Ja, der hat auch recht. Und warum? Weil wir es können müssen. Ja. So, das heißt jetzt in dieser kleinen Folge hier, oder beziehungsweise Folge, wo, wir sind schon fertig. Ich höre auf jeden Fall Ton. Ich habe zwar eure Kommentare immer mal gelesen, dass mir einige gesagt haben, die Tonspur ist leicht verzogen. Ich kann leider dagegen momentan nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. So, aktualisieren. Ja. Wiedereinstieg. Du wurdest die Funktion aufgenommen. So, schauen wir mal, was hier alles so rumsteht. Generelle Schiffbau Regeln und Tipps. Okay, Design und Building. Als letztes brauchst du Triebwerke, die in jede Richtung zeigen. Du brauchst ein Gyroskop, also ist irgendwie klar, ne? Also wenn du nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts links hast, kann man das Schiff nicht steuern. Das Gyroskop ist dafür da, dass man das Schiff drehen kann. Also wie größer das ist, umso mehr Gyroskope braucht's. Dann brauchst du, braucht man, Landing Gears, damit es nicht abdriftet. Klar, man braucht Reaktoren, um die Thruster und das System überhaupt steuern zu können mit Energie. Und mehr ist nicht immer besser, sondern Design ist effizienter. Ist klar. So, using character tools like the welder cost. Ja, ist klar. So, okay. Dann hätte ich gesagt, Moment, steht da noch was dort? Blocks can be rotated by pressing the keys. So, da gehen wir mal als erstes drauf ein. Auf die Steuerung. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Alles für Navigation. Genau hier. Ah, nee, da war es gar nicht. Da sind wir daheim. So, das habe ich bei mir jetzt eingestellt. Block vertikal drehen ist die 4. Und 6. Horizontal drehen ist 8 und 2. Und Block drehen rollen ist 1 und 9. Weil ich mit Bild und Bla nicht zurechtkomme. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Taste. So, als erstes nehmen wir uns die Werkzeuge raus. Dann nehmen wir uns ein paar Platten mit. Ja, okay, nicht alle. Ich habe mal gesagt, wir nehmen uns noch weitere 400 mit. Dann haben wir 500. Dann nehme ich mir 100 davon mit. 100 davon. 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 So, von den großen Rohren 10. Oh, das heißt,
alles erstmal mitgenommen. So. Wo steht denn hier oben? Ja, als erstes gehen wir mal rein. Machen wieder die Leiste leer. Charakterwerkzeuge. Reicht erstmal. Wie gesagt, man hat jetzt auch mehr. Aber ich sag mal, die meisten Blöcke. So, und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Sachen. Landing Gear, das ist das Fahrwerk. Dann brauchen wir. Wir schauen uns, ihr seht hier, wie es auszuschauen hat. Also das heißt, wir brauchen dann auch noch die leichte Panzerung, die leichte Panzerungsrampe. Was brauchen wir noch? Dann haben wir. Kannst du mal weggehen? Null. Das passt. So, dann brauchen wir ein Gyroskop. Und dann brauchen wir noch das Cockpit. Und zwar, wir brauchen das normale Cockpit. Das ist das hier. So, jetzt müssten wir die ersten Teile haben. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, unser Schiff aufzubauen. Also das, was sie hier gemacht haben, finde ich richtig, richtig genial gemacht. Könnt ihr euch gleich merken. Kann man am besten seine Schiffchen bauen. So, und das heißt, wir gehen jetzt hin, drücken die 3. Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, sondern wir gehen jetzt erstmal hin und drücken G. Es gibt nämlich noch Charakterwerkzeuge, weil wir sollen ja uns ein Small Ship bauen und kein großes. Also das heißt, wir drücken jetzt die 8. So, und jetzt seht, der Fuß hat sich jetzt verkleinert. So, und das ist ja das, was ich am Anfang erzählt habe. Ich drücke jetzt die Taste 4 zum Rotieren und stelle den Fuß erstmal hin. So, solange der Fuß unten grün ist, hat er seine Magnetisierung an und somit kann er nicht abheben. Also immer mit dem Fuß bauen am Anfang, dass das Schiff nicht abhauen kann. So, dann schauen wir uns mal an, wie sie das gemacht haben. Wie gesagt, wir können hier schön rumlaufen. Das heißt, sie haben einen. Sie haben zwei normale Blöcke, ein Gyroskop, einen normalen Block. So, 4. Was man jetzt noch dazu wissen kann, zeigt die zwei Möglichkeiten, was gibt. Nicht vergessen, man hat einen Jetpack, den kann man auch benutzen. Und ihr seht gerade, sie drücken, und die Blöcke sind noch nicht fertig. Das heißt, ihr müsst sie auch noch zu Ende schweißen. Wenn ihr da drauf guckt, seht ihr zum Beispiel, wir haben jetzt eine Herstellungskomponente. Es fehlt jetzt das Stahlrohr, der Motor und die Stahlplatte. Das müsst ihr dann im Inventar haben, um es fertig zu schweißen. Hier braucht man eine Stahlplatte, die hat man schon benutzt. So. Schaut natürlich langweilig aus, wenn man es die ganze Zeit in derselben Farbe hat. Also gebe ich jetzt mal hin, sage okay, ich möchte, dass meine nächste Farbe grün ist. Oh, man sieht jetzt leichte Panzerung und drüber ist es die Farbe grün. Gehe jetzt hin auf 6. Jetzt muss ich gucken, wir haben es. Ach nee, das ist kein Gyroskop. Sehe ich jetzt gerade. Das ist noch ein. Was wir noch vergessen haben, und zwar der Reaktor klein.
der Kleine ist so aufgebaut, dass er in jede Richtung guckt. Und nach unten offen ist. Genau. So, dann heißt es jetzt hingehen und ihr seht, jetzt ist es falsch. Und jetzt rotieren. Arme die 1 drücken. Und er ist. Müsste richtig sein. Ich schaue jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Ja. So, ihr seht jetzt gerade. Beziehungsweise ich schweiße jetzt mal schnell den noch an. So, und ihr seht gerade, jetzt fehlen mir noch Komponenten. Das heißt, ich brauche jetzt noch 3 Metallbürste und 2 Reaktorkomponenten. Jetzt wäre schöner, wenn da nichts drin steht, dass man nicht immer das erstmal löschen muss. So, und jetzt sieht man diese markante. Ich habe es natürlich genau andersrum gemacht, ich Trottel. War klar. Okay, super. Hallo. Lassen Sie mich mal durch, danke. So, und jetzt seht ihr diese Linie. Ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Linie überschritten habe, ist das Ding fertig. Das heißt, ich bräuchte das jetzt nicht bauen. Möchte ich jetzt aber was hacken, müsste ich diese Linie bis zu der roten abbauen. Dass es nicht mehr dem anderen Spieler gehört, sondern dann einem selber. So, aber ihr seht gerade, jetzt heißt es natürlich, wenn man sich jetzt das hier anguckt, der Fuß ist grün, auch die da oben sind grün. Jetzt werden sich einige sagen, ja super, jetzt habe ich die Blöcke gesetzt und geht nicht mehr. Nein, stimmt nicht ganz. Denn es gibt noch die dritte Maustaste. Beziehungsweise kann man sich auch woanders hinsetzen. Ich habe das jetzt wie bei Minecraft gemacht und zwar aufs Komma vom Numlock. Dann geht man einfach drüber, stellt es daneben und drückt diese Taste. Und zack, es färbt den ehemaligen Block um. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen noch den Thruster. Den habe ich natürlich auch noch nicht dabei. Den muss ich mir noch holen. Das kleine Triebwerk. So, und natürlich auch hier. Drehen. Boah, eine Triebwerkskomponente noch. Als letztes fehlt dann noch die 5. Das ist dann einmal so drehen. Oh, und schon haben wir Stufe 1 fast abgeschlossen. So, und jetzt schauen wir uns das an. So, und jetzt seht ihr auch, warum, dass wir 2 haben. Ich kann das jetzt unten an dem Block anhängen. Oder oben. Darum 2, weil es ging unten zum Beispiel nicht so. So, jetzt brauchen wir noch Panzerglas. Und wie gesagt, schaut auch immer wieder mal auf eure Energie und auf euren Sauerstoff und auf alles Mögliche. Nicht, dass ihr auf einmal, wie gesagt, wenn ihr keine Energie mehr habt, funktionieren die Werkzeuge nicht mehr. Ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man braucht jetzt unbedingt Eisen, nicht gerade von Vorteil. So, wir haben ab jetzt Bild 1 abgeschlossen. Dann gehen wir mal zu Bild 2. Was ist denn jetzt hier dazugekommen? So, man sieht jetzt, er hat ein paar Kleinigkeiten gemacht.
So, das heißt, wir brauchen jetzt das Gyroskop brauchen wir noch, den Reaktor klein brauchen wir nicht mehr. Das heißt, ab jetzt, er hat, wie gesagt, ich baue jetzt nur dieses Design nach. Muss man jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es mal interessant, sowas nachzubauen. Oh, dann geht man jetzt hin. 9. Einmal rotieren. Wie gesagt, das müsst ihr irgendwann. Das ist eine Übungssache. Wenn ihr das oft genug gemacht habt, kriegt ihr das auch hin. Nicht bei mir jetzt so, dass ich das nur einmal das erste Mal jetzt gemacht habe. Uah. Dankeschön. Ja, schaut ganz gut aus. So, dann haben wir jetzt hier einen nach außen und wohl. Wie gesagt, ich finde, man kann mit dem Jetpack besser bauen. Und vergesst nicht, meistens erst anzuschweißen und dann erst den nächsten Block zu setzen. War jetzt hoffentlich richtig. Ja, schaut richtig aus. Aber wenn ihr nämlich erstmal alle Blöcke setzt, dann auf die glorreiche Idee kommt, zu sagen, okay, jetzt schweiße ich an und ihr habt natürlich drei Reihen aufeinander gelegt, dann könnt ihr die Mitte nicht mehr anschweißen. Unmöglich. Das heißt, ihr müsst dann wieder abreißen und ob man das unbedingt will, bezweifle ich. So, dann hat er einen Scheinwerfer vorne dran. Cockpit können wir wegmachen. Ja, man möchte ja auch was sehen. Das heißt, wir brauchen noch interne. Aua. K. So, und bis jetzt haben wir Licht. Wir können nach oben steuern. Und wir sind geschützt. Wir können das Ding überhaupt bedienen durchs Cockpit. So, dann schauen wir mal. Aber wir müssen dieses Bild jetzt komplett eigentlich abgeschlossen haben. Wenn man so hinschaut. Schaut eigentlich gleich aus. So, dann geht's ab zum nächsten Bild. Oh, dann heißt es jetzt nämlich, wir machen die nächste Reihe drauf. Und zwar zwei Thrusters nach vorne. Das Gyroskop. Nach hinten. Entschuldigung. Oh, nochmal schnell gucken. Verstanden. 8. Den habe ich natürlich vergessen anzuschweißen. Sehr schön. So, dann heißt es jetzt wieder drehen. So, und jetzt habt ihr den Außersegen gesetzt. Wie ich jetzt gerade. Dann nehmt ihr euer Flex. Könnt ihr ihn wieder komplett abbauen. Ihr kriegt auch die Materialien wieder. Außer natürlich, man ist voll. Dann kann es passieren, dass Sachen kaputt gehen und man es nicht zurückbekommt. So, dann brauchen wir noch das Gyroskop. Müsste es so ausgeguckt haben. Nein, hat es nicht. Schnell die Komponenten. Ah,
Energie sind wir jetzt bei 50%. Hydrogen ist, dass der Jetpack, wie gesagt, funktioniert und das Sauerstoff. Sehe ich nicht. Auch nicht schlecht. Ja, aber er hat einen Sauerstoff an. Vielleicht haben sie ihn ausgestellt. Keine Ahnung. Man wird sehen. So. So, das heißt, sie haben jetzt gesetzt die Cluster nach außen und einen Block in der Mitte. Ja, das heißt, wir fangen auch damit an. Wir setzen die Cluster nach außen, den Block in die Mitte. Gut, das heißt das Gyroskop, das heißt ab jetzt. Ab jetzt können wir das Fluggerät besser manövrieren. Wir können jetzt nach vorne und nach links und nach rechts uns bewegen. So, das heißt, wir sind schon mal einen gewaltigen Schritt weiter. So, dann gucken wir, was sie jetzt da gemacht haben. So, kann man so ins Licht gehen, dass da ein Schatten drüber fällt, dass man was sieht? Nö. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier... Cluster nach vorne. Und nicht vergessen, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch eine Richtung vergessen. Sehe ich das jetzt gerade richtig, dass die nochmal einen kleinen Reaktor oben drauf haben? Ah, ganz oben drauf, alles klar. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal alles dicht hier. Wie gesagt, wissen muss, das habe ich aber glaube ich auch schon in der Energiefolge erklärt, ist, alle Blöcke, die miteinander verbunden sind, werden auch Energie ausgestrahlt. Oh, jetzt brauche ich nochmal Reaktor 3, 1, 2. Schauen wir mal, ob wir es sich diesmal haben merken können. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Nein, hat es sich nicht. Ah, aber ich glaube, das war ein... Ups, ein Stahlrohr groß. Das ist wie Memory spielen. Man kann sein Gedächtnis damit trainieren. Das sollte ich mal tun. Aber habe ich auch automatisch. So, das heißt, Bild 3 ist abgearbeitet. Wir haben jetzt, wie gesagt, Cluster in fast alle Richtungen. Wie gesagt, in fast alle Richtungen.
Wir haben jetzt den Strom. Und das heißt jetzt ganz einfach, wir machen jetzt nur noch die letzten Arbeiten. Das heißt, wir gehen nach oben, schweißen das alles dran, aber vor allem das erste ist der Thruster, weil da das Wichtigste ist. Sonst kann man nämlich nicht nach oben lenken. Komponenten. Wie gesagt, man hat ja ein begrenztes Inventar. Wie gesagt, die Einstellungen werde ich dann einmal genau durchgehen, wenn wir den Server aufsetzen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an. Das ist 2. Okay. Jetzt gehen wir hin. 5. Energy low. So, und ihr hört gerade Energy low. Das heißt, ab jetzt kriegt man die Warnung. Dass man jetzt die 25% unterschritten hat. Aber ich sag mal so, 10% ist, sag ich mal, das was wichtig ist. Und derzeit können wir jetzt auf jeden Fall noch die restlichen Blöcke setzen. Ja, dann drücken wir mal die Taste X und wir setzen uns in das Cockpit. Ja. Sieht man jetzt auch nochmal schön, wie das auszusehen hat. Wie gesagt, das ist ein, wie heißt es, ein Projektor. Das heißt, wenn man sich irgendwas gespeichert hat, dann kann man das nachbauen. Werden wir aber auch dann im LP auf jeden Fall sehen. So, das heißt, wir gehen jetzt hin, schmeißen noch die restlichen Komponenten zusammen. So, und jetzt müsste unser Fluggerät genauso ausgucken wie auf diesem Bild. So. Das heißt, unser Raumschiff ist fertig. Das heißt, ab jetzt gehen wir hin. Wir haben hier 20 Kilo Uran. Darum merken, Uran ist mit das wichtigste Material in dem Spiel. Das heißt, ab jetzt haben wir Reaktor 1. Wie gesagt, wir haben noch einen zweiten Reaktor, der ist drunter. Wir haben Reaktor 2, das heißt, ab jetzt haben sie auch genügend Power, dass das Schiff auf jeden Fall auch benutzt werden kann. Ihr seht es jetzt hier, haben wir so kleine blaue Anzeigen an den Triebwerken. Das heißt, ab jetzt ist Strom da. So. Das heißt, ab jetzt werden wir mit der Taste T in das Raumschiff einsteigen. Und jetzt muss man P drücken, um die Bremse zu lösen. So, wie gesagt, gibt auch hier die Einstellungen. So, und dann wie beim Anzug. Leertaste nach oben, C nach unten, W nach vorne, S nach hinten, D und A, wie gesagt. Aber dann auch nur, wenn die Triebwerke funktionieren. So, kann ich mal zeigen. Schaut dann so aus, unser lustiges kleines Schiff. So.
man sieht momentan, es steht dort keine Schwerkraft, ist klar. Und ab jetzt ist auch der Trägheitsdämpfer wieder an. Wie gesagt, wenn ich jetzt Z drücke, bewegen wir uns trotzdem. Wenn ich Z wieder drücke, stoppen wir. Tempo 0. Ja. Dann fliegen wir jetzt mal aber ohne Trägheitsdämpfer. Wie gesagt, wenn man halt die ganze Zeit das Triebwerk drückt, verbraucht er halt auch die ganze Zeit Brennstoff. So, man möchte hier landen, das heißt bremsen. Vorher bremsen, nicht zu spät bremsen. Wie ich jetzt zum Beispiel. Uai. Wenn ihr jetzt Alt drückt, könnt ihr euren Winkel ändern, euren Kamerawinkel. Das heißt, man kann auch noch ein wenig besser steuern. So, und dann wollen wir landen. Wie gesagt, am Anfang immer ein wenig vorsichtiger steuern. Jetzt mal vernünftig. Wie gesagt, ist am Anfang eine Kunst. Und dass man so steuern kann, wie ich es gerade mache, also das Drehen, das liegt am Gyroskop. Also das ist mit das Wichtigste. Wollen nicht vergessen, geht mit U. So, wir gehen nach unten. Und wenn man in der Nähe vom Boden ist, seht ihr, dass unten der Fuß gelb wird. Jetzt P drücken und man ist justiert. Gut, das war mal ein längeres Tutorial. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail oder kommt im TS vorbei. Alles kein Thema. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!